muss er seine Sachen immer im ganzen Zimmer verstreuen. Krishna, ach Krishna. Was soll ich nur mit dir machen? Erwachsene oft so kindische Fragen stellen. Wenn es mein Zeichenheft ist, werden es wohl auch meine Zeichnungen sein. Erwachsene fragen nur dann so wie Kinder, wenn Kinder sich so wie Erwachsene verhalten. Sag mal, mein Kind, wie hast du nur diese fantastischen Zeichnungen hingekriegt? Genau wie die. Genauso wie ich jetzt gerade eine Zeichnung von dir gemacht habe. Das ist ja unglaublich. Dein Vater hatte dasselbe Talent, weißt du? Hat Papa genauso gezeichnet? Mhm. Als Ruid klein war, so wie du jetzt, immer wenn er beim Lernen müde wurde, hat er sich mit seinem Skizzenbuch hingesetzt. Ich will auch so werden, wie Papa war. Du bist doch wie dein Papa, mein Kind. Mrs. Mehra, ich habe Sie hierher gebeten, weil wir mit Krishna einen IQ-Test machen wollen. Einen IQ-Test? Aber warum denn? Krishna ist doch ein normaler Junge. Nein, Mrs. Mehra. Da irren Sie sich. Was sagen Sie da, Hochwürden? Wollen Sie damit etwas sagen, dass Krishna genauso ist, wie Ruid als Kind war? Nein, Hochwürden. Krishna ist ein intelligenter Junge. Er schreibt immer sehr gute Noten. In fast allen Fächern hat er eine Eins. Er macht seine Hausaufgaben immer ohne jede Hilfe. Und auch die von anderen Kindern. Was? Das ist ein Arbeitsheft aus der dritten Klasse. Ja, aber das ist doch Krishnas Handschrift. Ja, Krishna hat die Mathematikhausaufgaben dieses Schülers gemacht. Aber wie ist denn das nur möglich? Krishna besucht doch noch die erste Klasse. Deshalb wollen wir bei Krishna einen IQ-Test durchführen. Damit wir genau einschätzen können, wie viel intelligenter er ist als seine Klassenkameraden. Wie seine Auffassungsfähigkeit ist und wie weit er ihnen voraus ist. Krishna, mein Junge, was ist ein Guthaben? Das Kapital plus die Verzinsung ergibt ein Guthaben, Sir. In welchem Lebensalter hört beim Menschen das Gehirn auf zu wachsen? Etwa nach dem 15. Lebensjahr, Hochwürden. Mrs. Mehra, was war denn plötzlich mit Ihnen los? Der IQ-Test lief doch sehr gut. Krishna hat sämtliche Fragen richtig beantwortet. Genau deshalb habe ich ihn da herausgeholt. Warum? Sie müssten doch stolz darauf sein, dass Ihr Enkel so hochintelligent ist. Er ist ein Genie, ein Wunderkind. Und wenn ich anfangs noch Zweifel hatte, bin ich mir jetzt sicher. Die Kräfte, die das Sternenkind Ruid geschenkt hat, diese ganzen Fähigkeiten, dieses Talent, hat Krishna ohne Zweifel von seinem Vater geerbt. Sie werden sehen, Mrs. Mehra. Krishna wird genau wie sein Vater viel Gutes mit seinen Fähigkeiten bewirken können. Jeder wird ihn bewundern. Krishna wird wie sein Vater eines Tages weltberühmt sein. Genau das möchte ich nicht. Denn was hatte Ruid letztlich davon? Er hat jede Menge Auszeichnungen bekommen. Alle haben ihm applaudiert und doch haben sie ihn immer nur ausgenutzt. Sie haben ihn ausgenutzt, Hochwürden. Und dann... Dann habe ich meinen Sohn verloren. Und meine Schwiegertochter. Ich will nicht auch noch meinen Krishna verlieren. Ich will ihn nicht verlieren.
Ich kann Ihre Befürchtungen und Ihre Sorgen verstehen, Mrs. Mera. Doch das Schicksal kann man nicht verändern. Talent ist doch wie ein von Gott gegebenes Geschenk. Das darf man nicht verstecken. Ich werde es zu verstecken wissen. Ich werde Krishna weit weg vor den Blicken der Welt verbergen. Weit weg. Krishna, mein Junge! Krishna! 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 Ich komme, Oma! Ich komme, Oma! Komm, Trufan, wer zuerst zu Hause ist. Na los! Und wie jeden Tag werde ich niemandem was davon erzählen. Aber wie jeden Tag will ich was dafür. Hier, bitte. Ich erzähle niemandem von deinen tollen Fähigkeiten und bekomme nur so wenig dafür. Heute sind es noch weniger Süßigkeiten als sonst. Ja, ja, ist schon gut. Komm mit, du bekommst Kakao bei mir. Warum denn das? Was denn sonst? Du willst doch so stark werden wie ich. Klar will ich das. Dann zieh dir deine Hose an und komm mit. Krishna?
Bist du schon wieder zurück? Sag mal, woher weißt du, dass ich wieder zu Hause bin? Ich habe nicht einen Mucks gemacht. Ich habe aber gehört, wie aufgeregt dein Herz klopft, mein Junge. Wieso denn? Warum sollte es? Deine Augen verraten eindeutig, dass du wieder irgendeinen Unfug angestellt hast. Unfug? Ach was, ich habe nichts angestellt. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Wenn du nichts getan hast, warum verbirgst du dann dein Gesicht vor mir? Ich verberge es doch gar nicht, ich wasche es. Ja, ja, schon gut. Komm jetzt frühstücken. Ich komme auch gleich. Runtergefallen. Ein Becher war das. Chintu hat den Becher runtergeworfen. Was? Wieso denn ich? Also Chintu, kaum bist du hier, stellst du was an. Sag die Wahrheit, Krishna. Sonst muss ich sie sagen. Ja, mach das. Sag, was du zu sagen hast. Wenn du mich zwingst, muss ich das tun. Krishna ist heute viel schneller als Tufan gelaufen. Was? Schneller als Tufan? Na, und wenn schon, ist doch nichts dabei. Ach nein, und das andere? Was denn? Als du neulich schneller als ein Affe den Berg raufgeklettert bist. Und sie wissen ja, der Berg neben dem Tempel, der mit Abstand am höchsten ist, von dem ist er von ganz oben runter in den Fluss gesprungen. Ich habe gedacht, er ist erledigt, aber er hat's geschafft. Krishna? Warum machst du solche Sachen? Obwohl ich es dir immer wieder verboten habe, musst du so einen Unfug anstellen. Großmutter, was soll ich denn sonst tun? Irgendwas muss ich gegen die Einsamkeit tun. Ich habe hier keine Freunde. Die Jungs in meinem Alter sind alle in der Stadt arbeiten oder studieren. Und die noch hier sind, wollen von mir nichts wissen. Sie sagen nämlich, dass ich anders bin als sie. Deshalb habe ich mir die Natur zum Freund gemacht. Meine Gefühle vertraue ich Bäumen an und Tieren. Trotzdem fühle ich mich hier allein und verloren. Ich möchte am liebsten von hier fortgehen. Weit weg. Du willst mich verlassen und von hier weggehen? Der einzige Grund, warum ich noch hier bin, bist du. Sonst wäre ich schon längst fort. Krishna ist erwachsen geworden, Rohit. Ich weiß nicht, wie lange ich ihn noch beschützen kann. Wo kann ich Sonja Mehra und ihren Enkel Krishna finden? Das ist nun inzwischen das dritte Mal, dass ich hier bin, um sie das zu fragen. Und meine Antwort ist wie immer die gleiche. Ich weiß nicht, wo Mrs. Mehra ist. Ich weiß es nicht. Warum kommen Sie immer wieder hierher und verschwenden meine Zeit? Weil Sie die einzige Verbindung zu der Familie von Rohit Mehra sind. Sonja Mehra war bei Ihnen, bevor sie mit Ihrem Enkel verschwunden ist. Sie wissen, wo sich die beiden aufhalten. Sie haben mich belogen. Was? Ja. Sie haben mich belogen, Hochwürden. Als ich Sie gefragt habe, ob Rohits Sohn die Kräfte seines Vaters geerbt hat, haben Sie Nein gesagt. Die übrigen Lehrer haben mir dagegen erzählt, der Sohn sei noch begabter als der Vater. Das bedeutet, er hat Rohits Kräfte geerbt. Sie sollten es also zugeben. Wollen Sie Geld? Oder was wollen Sie? Wie können Sie es nur wagen? Mr. Sinha, das ist eine Schule. Hier werden keine dreckigen Geschäfte gemacht. Und jetzt gehen Sie bitte sofort. Sie machen einen Fehler, Hochwürden. Einen schweren Fehler. Drachen? Wo ist denn überhaupt die Schnur? Wahrscheinlich zerschnitten. Kommt, wir holen ihn uns. Hey, Krishna!
Nein, du musst nicht schreien. Kein Grund zur Panik. Halt dich einfach an mir fest und mach die Augen zu. Okay? Sonst lasse ich dich fallen. Und mach die Augen zu. Du sollst die Augen schließen, nicht aufreißen. Mach sie zu. Mach sie zu. Sing, da oben ist er. Meine Güte, wo ist Priya? Da vorne liegt sie. Priya! Sie atmet noch. Sie ist nur ohnmächtig. Kommt, wir bringen sie ins Camp. Hochheben. Mach Platz. Der Drachen so hoch oben. Und Priya so weit runtergefallen? Und sie ist wohl auf? Stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor. Stell dir vor. Du lebst und bist hier bei uns. Gott sei Dank, dass dir nichts passiert ist. Der Dank gebührt nicht Gott, sondern dem jungen Mann. Dem jungen Mann? Welchem jungen Mann? Dem jungen Mann, der mir das Leben gerettet hat. Ein junger Mann hat dich gerettet? Ja. Aber es war niemand da. Aber er muss da gewesen sein. Wir sind zusammen runtergefallen. Zusammen? Ja. Aber du bist doch allein mit dem Drachen geflogen. Wie soll er auf den Baum gekommen sein, um mit dir runterzufallen? Ist er etwa vom Himmel gefallen oder was? Ja, er war plötzlich da. Ich kann es auch nicht erklären. Priya, glaub mir, du warst ganz allein, nicht wahr? Was ist? Das war ein Geist. Hä? Es war ein Geist. Komm mal, sag, das war ein Geist. Ein Geist? Rette sich, wer kann, renn weg, so schnell du kannst, renn weg, verschwinde, verschwinde! Was machst du denn hier für einen Unfug? Das ist kein Unfug, das ist ein Ritual zum Geister austreiben. Was soll das Theater, Bahadur? Seit wann erscheinen Geister am helllichten Tag? Hier ist doch nicht dabei, da gibt's keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht, zwischen Morgen und Abend. Die Zeit spielt keine Rolle. Lassen Sie mich nur machen. War er groß? Ja. War er besonders kräftig? Ja, ja, ja. Hatte er helle Haut? Ja. Kali Jaran? Kali Jaran? Ja, Sir. Das war Kali Jarans Geist. Seit vielen Jahren irrt er hier in den Bergen herum. Er hängt kopfüber in den Bäumen. Stellen Sie sich das vor. So ein Unsinn. Hier soll's Geister geben heutzutage? Das glaube ich nicht. Ich glaube das alles auch nicht. Passiert? Was ist denn? Ganz ruhig, ganz ruhig. Offenbar hat sie sich verletzt. Womöglich hat sie sich den Fuß gebrochen. Ist ja wunderbar. Wir sind hier für ein 10-Tage-Abenteuer und da musst du dich gleich am ersten Tag verletzen. Honey, am besten du bringst sie in ihr Zelt und kümmerst dich um sie. Ja. Aber vorsichtig. Vorsicht, Vorsicht. Langsam. Bahadur, du suchst ein Telefon und versuchst einen Transport zu organisieren. Priya muss zur Behandlung in die Stadt. Ja, aber erst heute Nacht. Denn jetzt habe ich Angst. Ja, denn Kali Jarans Geist belästigt die Menschen tagsüber. Nachts schläft er. Stellen Sie sich das mal vor. Langsam, langsam, ganz ruhig. Bleib hier liegen. Ich organisiere ein Schmerzmittel. So, Leute, lasst sie in Ruhe. Ja.
Immer wenn ich dich sehe, schreist du. Tut dir nicht schon der Hals weh. Außerdem reißt du immer die Augen auf. Man sollte keine Angst haben. Was ist denn hier? Was schreist du so? Honey, er war hier. Er war in diesem Zelt. Honey, ich schwör's euch, er war da. Wer war da? Dieser junge Mann, der mich aus dem Baum gerettet hat, von dem ich euch allen schon erzählt hatte. Oh Gott, was ist denn mit dem Mädchen los? Priya, ich war nur 2 Sekunden lang nicht im Zelt. Willst du mir weismachen, dass in 2 Sekunden hier jemand reingekommen und wieder abgehauen ist? Ja, du bist eingeschlafen und hast das geträumt. Ich habe nicht geträumt, Honey. Warum glaubt mir denn keiner? Kaum hatte ich die Augen geschlossen, kam er herein. Er hat mich am Fuß gepackt und ihn kräftig wieder eingerenkt. Honey, meine Schmerzen sind weg. Was? Sieh mal, mein Fuß tut gar nicht mehr weh. Oh Gott, komm mal sehen. Meine Schmerzen sind weg. Ein Wunder ist geschehen. Sehen Sie, ich kann springen. Oh Gott, ich kann springen. Entweder dieses Mädchen ist verrückt oder es will uns verrückt machen. Nein, das will ich nicht. Das stimmt, was ich sage. Sehen Sie, ich kann sogar wieder springen. Sehen Sie, glauben Sie mir. Ich glaube dir. Die Schmerzen an deinem Fuß hat Kali Jaran geheilt. Stell dir mal vor. Kali Jaran? Ist dein Geist etwa Arzt oder was? Nein, er war es. Kali Jarans Vater, Lal Jaran. Dr. Lal Jaran. Hä? Hier gibt's weder einen Kali Jaran noch einen Lal Jaran. So ein Blödsinn. Hier gibt's keinen Geist. Es ist irgendein bescheuerter Hinterwäldler, der mich veralbern will. Ich werde ihn finden und ihn euch allen zeigen. Ich werde euch beweisen, dass er ein Mensch und kein Geist ist. Ach, suchst du jemanden? Du bist es? Dich habe ich nämlich gesucht. Wohin verschwindest du immer? So wie du bei mir auftauchst, kannst du dich ruhig auch den anderen zeigen. Weißt du, dass dieser dämliche Bahadur allen erzählt, dass du Kali Jaran bist? Aber du bist doch nicht Kali Jaran, oder? Du bist doch ein Mensch, nicht wahr? Hey, warum lacht ihr alle? Mit wem redest du denn da, Tante? Tante? Wisst ihr eigentlich, wie alt ich bin? Und mit wem soll ich schon reden? Ich rede mit dem jungen Typ da. Mit welchem jungen Typ? Hä? Seid ihr etwa blind? Der junge Mann, der da steht, wie bestellt und nicht abgeholt. Tante, das ist der Laternenmast, kein junger Mann. Sieh doch mal richtig hin. Das ist der Laternenmast. Das ist ein junger Mann. Das ist der Laternenmast. Einen Augenblick. Entschuldigung. Entschuldigen Sie bitte. Was ist das da drüben? Ein junger Mann oder ein Laternenmast? Da drüben ist weder ein junger Mann noch ein Laternenmast. Sehen Sie doch mal genau hin. Was ist mein Kind? Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Ich glaube, es geht Ihnen nicht gut. Sehen Sie, ich wohne gleich da vorne. Kommen Sie mit und ruhen Sie sich bei mir aus. Ich bringe Ihnen gleich etwas zu trinken, ja? Wieso ist dieses Bild so geschmückt? Das ist mein Sohn. Er ist vor 20 Jahren gestorben. Wie kann denn das sein? Ich habe ihn doch eben erst... Eine traurige Geschichte, die sich vor 20 Jahren ereignet hat. Von Champa und Kali Jaran. Kali Jaran und Champa. Die waren nämlich sehr ineinander verliebt. Sie waren ein Herz und eine Seele. Aber eines Tages... Was war da? ...wollte Kali Jaran Champa eine Jasminblüte ins Haar stecken. Doch Lal Jaran sah die zwei. Vor Zorn wurde er rot wie glühende Kohle. Und eines Tages hat er voller Heimtücke Champa statt Medizin heimlich Gift verabreicht. Die arme Champa rief noch, Kali! Kali! Dann starb sie unter den fürchterlichsten Schmerzen. Stellt euch das mal vor. Der arme Kali Jaran hat es nie mehr geschafft, über den Tod von Champa hinwegzukommen. Da, oben auf dem Gipfel des Berges, seht nur, von da oben hat er gestorben. Und dabei rief er, Champa! Champa! Während er in den Abgrund stürzte, aus Liebeskummer, hat er sich selbst getötet. Und seit diesem Tag ist Kali Jaran als Geist
Auf der Suche nach seiner Champa. Aber warum zeigst du denn auf mich? Weil du Champa bist. Was, ich? Champa? Ich meine, du bist fast wie Champa. Ria, ich habe solche Angst. Lass uns von hier verschwinden, bitte. Niemand wird von hier verschwinden. Aha, du, dieser Idiot sagt ständig, stell dir mal vor, dabei redet er nur Unsinn. Und ihr glaubt ihm das auch noch. Aha, du. Ab sofort wirst du den Leuten keine Geschichten mehr erzählen. Hast du verstanden? Kommt, macht euch fertig. Wir brechen bald auf zum Bergsteigen. Ihr werdet alle mit der Kletterhilfe raufsteigen. Beim Abseilen benutzt ihr das Gerät andersherum. Damit kommt ihr ganz sanft herunter. Das kann ich mir nicht vorstellen. Er hat mächtig hohes Fieber. Ich habe es Ihnen doch von Anfang an gesagt. Aber Sie wollten ihr einfach nicht glauben. Entschuldigung, tut mir leid. Wir bleiben nicht eine Sekunde länger hier. Bahadur. Ja? Lauf jetzt los. Geh zum nächsten Telefon und organisier den Abtransport. Geh schon. Jetzt hast du mir mein Geschäft kaputt gemacht. Du kannst mir doch nicht einfach so die Kunden vertreiben. Stell dir mal vor. Warum musstest du unbedingt vor allen auf diesem Berg herumklettern? Was hätte ich tun sollen? Sie hat doch so geschrien. Da waren so viele Leute. Ich hatte Angst. Deine Angst um das Mädchen hat die Leute so erschreckt, dass sie jetzt allesamt die Fliege machen. Stell dir mal vor. Bis ans Lebensende kannst du jetzt deine Jumper als echter Kalijeran suchen. Aber was sollen wir denn jetzt machen? Was wir machen sollen? Ich hab doch schon alles getan, was du von mir wolltest. Jetzt such du einen Ausweg. Ich weiß einen. Ja, Champachi. Ich heiße Priya. In diesem Leben ja. Aber in den 6 Leben davor warst du Kalijerans Champa. Jetzt ist dein 7. Leben. Wenn du weggehst, ohne ihn zu treffen, wird er sehr böse sein. Er wird dir folgen, ganz egal, wohin du gehst. Stell dir das mal vor. Wie will er das denn machen? Übrigens, wir fliegen nach Singapur zurück. Ach ja? Dann wird er ihr nach Singapur folgen. Hä? Er braucht dafür kein Flugticket. Verstehst du, Bahadur? Sie wird nirgendwo hingehen, um den Geist zu treffen. Was ist, wenn ihr was passiert? Er ist ein ausgesprochen liebenswerter Geist. Er hat nämlich noch nie irgendjemandem was getan. Stell dir mal vor. Hä? Dann mach doch einfach, was ihr wollt. Warte, Bahadur. Honey? Ja? Ich denke, er hat recht. Du willst dich mit ihm treffen? Ja, dann wird seine Seele Frieden finden. Und du solltest sie lieber nicht zurückhalten. Wenn Kalijeran davon erfahren würde, dann stell dir mal vor. Nein, ich will sie nicht zurückhalten. Ich habe sie ja nur gefragt. Ich schwöre, dass ich sie nur beraten habe. Ja. Nein, hör zu. Geh und triff dich mit diesem Geist. Denk dran, was für ein netter Geist er ist. Er ist ein ganz reizender, junger Geist. Jetzt bin ich müde und will schlafen. Aber Honey! Champa! Bitte kommen Sie heraus und zeigen Sie sich.
Ich habe Angst. Ach, bekommen heutzutage auch Geister Angst? Ich bin kein Geist. Du bist kein Geist? Oh, ach so, ich habe verstanden. Du magst es nicht, wenn man dich als Geist bezeichnet, nicht wahr? Das kann ich gut verstehen. Immerhin hast du dein Leben für die Liebe geopfert. Und die Menschen, die ihr Leben für die Liebe opfern, sind ja keine Geister. Sondern, das sind ewig Liebende. Du bist ein ewig Liebender. Nicht ich wahr? Bin Krishna. Halt! Halt, bleib stehen! Komm mir nicht zu nahe, ja? Du hast mich gerufen, ich bin hier. Das bedeutet, deine Seele ist nun frei. Darf ich jetzt? Darum geht's doch nicht. Ich will nur Freundschaft. Was? Freundschaft? Hab keine Angst mehr. Ich bin genau wie du ein Mensch. Glaubst du mir etwa nicht? Dann fass mich an. Fass mich an. Anfassen? Bitte entschuldige. Siehst du? Ich habe rotes Blut. Glaubst du mir jetzt, dass ich kein Geist bin? Aber wenn du kein Geist bist, dann dieses Foto. Das ist ein Foto meines Vaters. Er lebt schon lange nicht mehr. Ich sehe ihm sehr ähnlich. Vermutlich hat dich das verwirrt. Ja. Neulich, als ich oben im Baum hing. Wie hast du es geschafft, mich da zu retten, hä? Und gestern, wie konntest du einfach so die Felswand hinaufklettern, hä? Vielleicht einfach, weil ich das sehr oft mache. Von klein auf lebe ich zusammen mit den Bäumen, den Bergen und all den Tieren. Hier bin ich aufgewachsen und hier lebe ich. Daher sind das alles meine Freunde. Willst du meine Freunde kennenlernen? Ja. Das ist ja unglaublich. Das ist wirklich kaum zu fassen. Nochmal lasse ich mich nicht stechen. Das tut weh. Ich bin ja schließlich kein Geist, weißt du? Seht ihr, er ist nicht Kalicheran. Ich habe es ja von Anfang an gesagt. Sind Sie sich da wirklich ganz sicher? Ich hab's gleich gewusst. Kalicheran, du bist so süß. Krishna, du hast uns ganz schön auf den Arm genommen. Das war nicht nett von dir. Aber der Scherz ist dir gelungen. Jungen und Mädchen, wir bleiben noch eine Weile hier. Ja, ja. Krishna, du kannst gerne bei uns bleiben.
jedes Mal eine andere Farbe. Wo nimmst du die her, Krishna? Hab sie vom Regenbogen ausgeliehen. Vom Regenbogen? Im Ernst, vom Regenbogen? Ja. Sieh mal da. Wunderschön. Das sieht ja fantastisch aus. Da wäre mir einiges entgangen, wenn ich nicht hierher gekommen wäre. Mir auch. Ich habe noch nie so eine herrliche Landschaft gesehen. Sie ist so wunderschön, so erhaben, so rein, so still. Du solltest das hier mal im Herbst sehen. Ist eine Symphonie der Farben. Wenn die Sonne auf die fallenden Blätter trifft, wird alles golden. Das ist wahre Schönheit. Da wird einem klar, was für ein Künstler Gott ist. Krishna, das klingt so romantisch, was du da sagst. Du sprichst wie ein Dichter. Das liegt an Großmutter. Sie hat es mir beigebracht. Sie war meine Schule. Das habe ich ihr zu verdanken. Um so etwas von jemandem zu lernen, braucht man auch eine sehr große Begabung, Krishna. Du bist unglaublich begabt. Da kann man nur staunen. Aber du solltest deine Begabung nicht hier in diesem kleinen Ort verkümmern lassen. Du musst unbedingt von hier fortgehen. Die Welt da draußen braucht nicht nur so vielseitig begabte Menschen wie dich, sondern sie verehrt sie auch. Ja, aber Großmutter ist meine Welt. Ich werde sie nie verlassen. Das kann ich nicht tun. Du liebst sie wirklich sehr. Mehr als das. Krishna, ich möchte deine Großmutter kennenlernen.
को समझ में आती है लाख पराया हो कोई अपना लेकिन ये बनाती है Großmutter, das ist Priya. Priya, das ist meine Großmutter. Guten Tag. Gott segne dich. Wir sind uns schon mal begegnet. Ja, ja. Ich erinnere mich daran. Ja. Aber warum bist du denn aus dem Haus gerannt? Nicht wegen des Hauses. Ich hatte Angst. Er hier, ihr Krishna, hat mich als Geist in Angst und Schrecken versetzt. Wie bitte, als Geist? Und Großmutter, ihr Betreuer, Komal Singh, ein richtiger Schrank von Mann, hat vor lauter Angst vor mir gezittert. Und er hat vor Schreck sogar 40 Grad Fieber bekommen. Ja. 40 Grad Fieber? Ja. Krishna, solche Scherze darf man aber nicht machen. Wie kannst du nur jemanden so erschrecken, dass er vor lauter Angst einen Schock bekommt? Hast du dich bei ihm entschuldigt? Ja, natürlich. Ich habe mich bei allen entschuldigt. Priya, mein Kind. Ja? Erzähl mir was von dir. Ich lebe mit meiner Mutter in Singapur. Mein Vater ist schon lange tot. Ich bin mit meiner Freundin hierher gekommen, um Urlaub zu machen. Ihre Familie lebt in Chandigarh. Ja. Ich wasche mir schnell die Hände. Mein Kind. Ja? Wie viele Tage bleibst du noch hier? Tage? Ich reise noch heute ab. Das heißt jetzt gleich. Um Himmels Willen. Ich muss jetzt los. Die warten sicher schon auf mich. Danke, Hanne. Hier ist meine Telefonnummer. Wenn ihr wieder mal hier seid, dann ruft mich einfach an, damit ich euch dann auch wieder behilflich sein kann. Okay. Wo ist Priya? Komm, beeil dich, Priya. Los, alle mal einsteigen. Krishna, freut dich kennenzulernen. War wirklich schön hier, Krishna. Wir kommen bestimmt wieder. Es hat einen Riesenspaß gemacht. Danke, Krishna. Es war wunderbar hier mit dir. Die 10 Tage sind wie im Flug vergangen. Dieser Ort wird mir fehlen. Wirklich. Ich werde diesen Ort hier vermissen. Und dich ebenfalls. Pass auf dich auf, Kali Jiran. Jetzt muss ich einsteigen. Darf ich bitte gehen? Darf ich jetzt? Krishna, solange du ihre Hand festhältst, kann sie nicht gehen. Oh, Entschuldigung. Mach's gut, Krishna. Mach's gut. Viel mehr Radha. Hm? Krishnas Radha.
Oh, was? Also, ich glaube, dass Krishna sich ziemlich in dich verliebt hat. Ich hoffe nicht. Grüßen die und sagen Hi, aber was sollen die fünf Finger? Dummkopf, die meinen natürlich die fünf Tage. Um Gottes Willen, das bedeutet der Boss. Ihr hattet 15 Tage Urlaub genommen und kommt erst nach 20 Tagen zurück? Also, ab sofort seid ihr für immer im Urlaub. Wieso nur nach Indien? Fahrt doch am besten gleich um die ganze Welt. Na los, los! Warte, Priya. Tut mir leid, Boss, aber so dürfen Sie mit uns nicht umspringen. Ach nein? Nein, begreifen Sie doch. Sie dürfen unsere Professionalität und unser Engagement nicht einfach so wegwerfen. Zwar hatten wir nur 15 Tage Urlaub genommen, aber ab dem 16. Tag haben wir bereits wieder fleißig gearbeitet. Was habt ihr zwei wohl gearbeitet? Wir haben einen indischen Superman getroffen. Hanni, was redest du denn da? Lass mich nur machen, bitte. Boss, dieser junge Mann steigt auf den höchsten Berggipfel, als würde er einfach eine Treppe raufgehen. Und er läuft schneller, als ein Pferd laufen kann. Und wissen Sie was? Wenn er Fische fängt, macht er das mit der bloßen Hand. Jetzt überlegen Sie mal gut. Wenn nun dieses Wahnsinnstalent hierher käme, was hätten wir dann wohl für Einschaltquoten? Stellen Sie sich das mal vor. Also, ich hoffe nur, Sie versuchen nicht etwa, mich für dumm zu verkaufen. Auf keinen Fall, Boss. Sie glauben mir spätestens, wenn wir diesen Mann hierher geholt haben und Sie ihn selbst sehen können. Ihn sehen können? Wie soll das gehen? Wie soll er hierher kommen? Ich wollte dich bremsen, aber wenn du einmal loslegst, bist du nicht mehr zu stoppen. Also komm, Priya, bitte. Es gab keinen anderen Weg, um unsere Jobs zu retten, und zwar für uns beide. Außerdem verrat mir mal bitte, was wäre so falsch daran, wenn Krishna hierher käme? Honey, fängst du schon wieder damit an? Schon gut, beruhige dich, setz dich. Überleg doch mal. Wenn Krishnas Fähigkeiten durch unseren Sender bekannt werden, würde er doch davon profitieren. Name, Ruhm, Geld, alles würde ihm zufließen. Und wie berühmt er dadurch werden könnte, stell dir das vor. Da hast du nicht ganz Unrecht. Aber Krishna wird nie seine Großmutter verlassen, um hierher zu kommen. Sie ist für ihn seine Welt. Du gehörst aber ebenfalls zu seiner Welt. Ich weiß es. Glaub mir. Also mach einfach, was ich dir sage. Telefon für Krishna! Telefon! Telefon! Krishna! Telefon! Er kommt ans Telefon! Wer kommt denn? Ein junger Mann vielleicht? Ist er Inder? Lebt er hier in Singapur? Priya, hast du einen netten jungen Mann gefunden? Hör auf, Mom, immer nervst du mich damit. Ich hab mir niemanden gesucht. Dann mach's doch endlich. Ja, das werde ich bestimmt. Aber jetzt lass uns bitte allein, wir müssen unseren Job retten. Wann kümmerst du dich ums Heiraten? Das mache ich gleich morgen. Priya ist am Telefon. Priya? Hallo, Krishna. Priya. Wie geht es dir? Einigermaßen. Mir gefällt hier gar nichts mehr. Geht mir auch so. Ich kann nicht richtig schlafen. Geht mir auch so. Ich würde dich so gerne wiedersehen. Ja, geht mir auch so, Priya. Also nein, der Typ sagt immer nur, geht mir auch so. Was mache ich denn jetzt nur? Am besten liest du erstmal einfach weiter. Priya, warum sagst du nichts? Krishna, könntest du vielleicht mich besuchen und meine Mutter kennenlernen? Deine Mutter? Ja, wenn du nicht herkommst, um meine Mutter kennenzulernen, wird sie mich mit jemand anders verheiraten. Mit jemand anders? Auf keinen Fall. Das werde ich nicht zulassen. Ich komme, Priya. Ich komme dich besuchen, um deine Mutter kennenzulernen. Aber sag mal, Priya, wie komme ich denn zu dir?
wie du herkommen sollst? Lass mich! Hallo, Krishna. Zerbrich dir darüber nicht den Kopf. Gib mir Bahadur. Krishna! Flugzeug! Singapur! Du kommst mit Priya zusammen! Mensch, wie hast du das nur hingekriegt? Ja! Stell dir das mal vor! की एक कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। जिंदगी खो गई।
Großmutter, Großmutter, lass mich Großmutter. Oh Gott. Was ist los, mein Junge? Großmutter. Du strahlst ja vor lauter Glück. Hä? Ja, Priya hat angerufen. Ja? Priya war das. Du meintest doch, sie würde mich bestimmt vergessen. Nein, Großmutter, sie muss die ganze Zeit an mich denken. Ich gehe ihr nicht mehr aus dem Kopf. Ich erscheine ihr sogar in ihren Träumen. Und ich hab's dir nicht gesagt. Aber mir geht es ebenso. Seit Priya fort ist, passt mir gar nichts hier. Seit sie vorhin angerufen hat, gefällt mir wieder alles. Großmutter, sie hat mich nach Singapur eingeladen. Sie will, dass ich ihre Mutter kennenlerne. Ihre Mutter? Ja, genau. Wenn ich nicht hinfahre und bei Priyas Mutter um ihre Hand anhalte, dann wird sie einfach mit einem anderen verheiratet. Ich habe gesagt, ich werde das nicht zulassen. Ich fahre hin. Kannst du das verstehen? Lässt du mich zu ihr? Es ist bloß für ein paar Tage. Ich fliege dahin, halte um Priyas Hand an und komme gleich wieder mit ihr zusammen hierher zurück. Großmutter, kann ich zu ihr? Du antwortest mir ja gar nicht. Da du dich offenbar schon entschieden hast, zu ihr zu fliegen, brauchst du mich auch nicht mehr zu fragen. Geh. Geh nur zu ihr. Freust du dich gar nicht? Gefällt dir Priya nicht? Ist es das? Priya mag ich sehr gern. Aber dass du so eine weite Reise machst, gefällt mir nicht. Wenn Priya dich wirklich so gern hat, warum kommt sie dann nicht mit ihrer Mutter hierher zu uns? Du fliegst jedenfalls nicht dorthin. Warum soll ich nicht dorthin fliegen? Ich habe gesagt, du fliegst nicht dorthin. Das heißt, du fliegst nicht. Basta. Warum darf ich nicht dorthin? Was soll denn passieren? Von klein auf höre ich immer das Gleiche. Da darfst du nicht hin, dort darfst du nicht hin, dies darfst du nicht tun, das darfst du nicht tun, mit Freunden darf ich nicht in die Stadt gehen. Ach, was heißt nicht in die Stadt? Du lässt mich ja nicht einmal über den Fluss. Warum? Bist du jetzt erwachsen genug, dass ich all deine Fragen beantworten muss? Ja, heute musst du mir antworten, Großmutter. Warum hältst du mich immer zurück? Warum darf ich nirgendwo hin? Ganz einfach, weil ich dich nicht verlieren will. Und was erreichst du damit? Soll ich mich dein Leben lang unter deinem Sari verstecken, niemand anderen sehen als dich? Soll ich mein ganzes Leben hier in den Bergen verbringen? Soll ich hier verkümmern? Willst du das etwa? Ich kann aber so nicht leben, das geht nicht. Ich will mein eigenes Leben führen, meine Träume verwirklichen. Ich möchte etwas tun, etwas bewirken. Ich möchte wissen, wozu ich fähig bin. Du willst mich nicht verlieren. Aber ich soll Priya verlieren. Ist mein Glück dir überhaupt nicht wichtig? Ich habe dir bis heute noch nie widersprochen. Kann ich nicht einmal etwas von dir verlangen? Du liebst mich überhaupt nicht, das ist mir jetzt klar! Du denkst nur an dich! Nur an dich! Was interessiert dich mein Wohlergehen? Würden meine Eltern noch leben, würden sie meine Gefühle verstehen. Die hätten mich gehen lassen! Die hätten mich niemals hier zurückgehalten! Wie sehr wünschte ich, dass deine Eltern noch leben würden. Wie sehr. Bitte verzeih mir, Großmutter. Siehst du die Sterne, Krishna? Die unzähligen Sterne, die am Himmel glitzern. Mit denen ist unser Schicksal verbunden. Deins, meins. Das deines Vaters. Und das deines Großvaters ganz genauso. Dein Großvater war Astrophysiker.
Eines Nachts entdeckte er auf dem Empfangsgerät, das er konstruiert hatte, außerirdische Signale. Später sahen wir plötzlich ein Raumschiff am Himmel. Dein Großvater war so aufgeregt, dass er die Kontrolle über das Auto verlor. Wir hatten einen Unfall. Ich habe ihn überlebt, aber dein Großvater... Damals war ich mit Rohit schwanger. Der Unfall hatte bei ihm Kopfverletzungen verursacht. Er kam geistig behindert zur Welt. Er blieb auf dem geistigen Niveau eines Kindes stehen. Eines Tages landete in unserer kleinen Stadt ein Raumschiff. Einige Außerirdische sind ausgestiegen. Einer von ihnen wurde versehentlich zurückgelassen. So begegnete Rohit Chadu, dem Sternenkind. Chadu besaß überirdische Kräfte. Er hat diese Kräfte auch auf Rohit übertragen. Rohit veränderte sich völlig. Chadu reiste zurück in seine Welt. Aber die Kräfte, die er Rohit gegeben hatte, nahm er ihm nicht wieder weg. Und von da an wurde alles für immer vollkommen anders. Auf einmal konnte mein Sohn Dinge tun, die für einen normalen Menschen nicht möglich sind. Wenig später hat Rohit deine Mutter geheiratet. Und nach ein paar Jahren hatte Rohit als Wissenschaftler weltweites Ansehen. Der Direktor der mächtigsten Computerfirma der Welt holte ihn zu sich in die Zentrale. Willkommen bei Technotronics. Bitte folgen Sie mir. Dr. Aria wird gleich hier sein. Mr. Rohit Mehra? Verzeihen Sie, dass ich Sie habe warten lassen. Ist schon gut, Sir. Ich habe dieses Buch hier entdeckt. Ah, ja, das ist mein neuestes Buch, die Erstausgabe. Sie sollten es lesen und mir Ihre Meinung dazu sagen. Das ist ein hervorragendes Buch, Sir. Sie haben ausgezeichnete Arbeit geleistet. Woher wollen Sie das wissen, ohne es gelesen zu haben? Ich habe es gelesen. Bitte? Auf den Seiten 126, 244 und 354 sind Druckfehler, die habe ich markiert. Sie haben dieses 400 Seiten starke Buch in knapp 10 Minuten gelesen? Ich hatte völlig vergessen, dass ich mit jemandem spreche, für den es eine Beleidigung wäre, wenn man seinen ungeheuren Intellekt in Zweifel zöge. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits, Sir. Ich kann noch gar nicht fassen, dass ich vor so einem großen Wissenschaftler und Informatiker stehe. Was Sie im Bereich mobile Kommunikation leisten, ist im Grunde eine Revolution. Sie haben den Desktop-PC auf Handgröße gebracht. Jetzt kann man sich auf dem Handy-Display Cricket-Spiele ansehen. Das haben wir Ihnen zu verdanken. Rohit, ich habe einen neuen Traum, eine neue Vision. Wenn wir diesen Traum in die Wirklichkeit umsetzen, werden sich Aussehen und Schicksal der ganzen Welt, ihr Gesicht und ihre Bestimmung völlig verändern. Und um diese Vision zu verwirklichen, brauche ich Ihre Hilfe. Ich werde nämlich einen Computer konstruieren, der künftige Ereignisse voraussagen kann. Mit ihm blicken wir in die Zukunft. In die Zukunft? Mögen Sie Tee oder Kaffee? Ich verstehe jetzt Ihren Traum, Ihre ungeheure Vision. Sie wollen Astrologie, Astronomie und Computertechnologie in einem System vereinen, das in die Zukunft blicken kann, die Zukunft voraussagen. Genau so ist es. Deshalb habe ich Sie zu mir gebeten. Die Leute, die hier für mich arbeiten, sind zwar allesamt Experten, aber keiner hat Fähigkeiten wie Sie.
Was sagen Sie dazu, Rohit? Sir, wenn wir wirklich einen Computer konstruieren, der in die Zukunft sehen kann, dann werden wir für diesen Planeten, für die ganze Menschheit sehr viel Gutes tun. Man könnte Kriege verhindern. Erdbeben, Dürren, sämtliche Katastrophen könnten wir vorhersehen. Zwar könnten wir sie nicht verhindern, aber wir könnten uns dann darauf vorbereiten. Sie haben schon damit angefangen, in die Zukunft zu sehen, Rohit. Willkommen. Ich bin davon überzeugt, dass ein Visionär und ein Genie, wenn sie sich zusammentun, Geschichte schreiben. Geschichte machen werden. Es dauerte volle 2 Jahre. Aber mein Rohit hat das Unmögliche möglich gemacht. Er hat diesen Computer konstruiert, der in die Zukunft sehen kann. Das war kurz vor deiner Geburt. Hallo? Ma? Rohit, mein Sohn? Ich habe Nisha ins Krankenhaus gebracht. Ich rufe von da aus an. Mein Glückwunsch, du wirst jeden Augenblick Vater. Ja. Komm bitte so schnell, es geht nach Hause. Ich komme, Ma. Ich komme sofort. Rohit? Was ist denn mit dir? Du klingst, als ob du Sorgen hättest. Man hat meine Begabung missbraucht. Er hat mich belogen. Aber mach dir keine Sorgen. Ich komme zu dir. Ich komme bald. Aber mein Sohn konnte nicht mehr kommen. Kurz nachdem du auf die Welt gekommen warst, bekamen wir die Nachricht. Im Labor habe es ein Feuer gegeben. Und man habe meinen Rohit nicht mehr aus den Flammen retten können. Für deine Mutter war dieser Schock zu viel. Einige Tage später ist sie auch gestorben. Als du dann 5 Jahre alt warst, habe ich festgestellt, dass du auch diese außergewöhnlichen Fähigkeiten hast. Die gleichen Kräfte, die dein Vater hat. Und da bekam ich Angst. Ich wollte nicht, dass die Welt von dir und deinen Kräften erfährt. Deshalb habe ich mich mit dir hierher zurückgezogen, in diese abgelegene Gegend. Hier kannte uns niemand. Ich wollte dich nicht auch verlieren, Krishna. Aber jetzt kannst du mich wohl nicht mehr ertragen. Ich kann aber nur leben, wenn ich dein Gesicht sehe, Krishna. Ja, ich weiß, ich bin egoistisch. Ich bin so egoistisch. Großmutter, was machst du da? Ich habe ein paar Sachen von deinem Vater rausgesucht. Oder willst du etwa in diesen Sachen verreisen, hä? Aber Großmutter... Ich kann vielleicht dich vor der Welt verstecken. Aber nicht dein Herz. Also, flieg nach Singapur. Flieg. Krishna, pass auf dich auf, mein Junge. Iss bei Zeiten. Geh früh ins Bett und erzähl nicht zu viel von dir. Fang keinen Streit an. Was du auch tust, tu es so, wie normale Leute es tun. Hast du verstanden? Ach ja, mach bitte nichts aus Übermut, damit niemand erfährt. Damit niemand erfährt, wer ich bin. Hab ich recht? Ja, mein Junge. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich werde niemandem auch nur ein Wort über mich verraten. Ich werde meine Fähigkeiten, meine Kräfte, mein besonderes Können immer geheim halten. Ich verspreche es dir, Großmutter.
willkommen in Singapur, Sir. Danke. Sie klingen mit Ihrem Willkommen heute ganz anders. Besser als sonst. Sir, Sie kommen ja, schon heute. Ja, ich weiß. Ich bin einige Tage zu früh, aber was hätte ich tun sollen? Ich kann einfach nicht mehr fahren. Nach so vielen Jahren ist der Erfolg nun endlich zum Greifen nah. Es ist schwer, die letzten Tage, die letzten Sekunden geduldig abzuwarten. Übrigens muss ich Sie und Ihre Mannschaft loben. Sie lassen meinen Traum zum zweiten Mal wahr werden. Das Lob gebührt eigentlich Ruhig Meeres, Sir. Hätten wir die Aufzeichnungen über seine Forschung nicht gehabt, hätten wir den Computer unmöglich ein zweites Mal bauen können. Absolut genial. So ist es, Sir. Ruid hatte damals diesen Computer in 2 Jahren gebaut. Und wie viele Jahre haben wir jetzt dafür gebraucht? Aus diesem Grund vermisse ich immer noch seine Genialität. Entschuldigen Sie mich. Bisher haben die Menschen immer gefragt, wer kann schon das Morgen sehen? Aber in wenigen Tagen werden wir 2 einige geflügelte Worte für immer verändern. Die Nachricht, die wie eine Bombe einschlagen wird, lautet, dass nach jahrelanger, fleißiger, geduldiger und harter Arbeit der weltberühmte Wissenschaftler Dr. Siddharth Arya heute sein neuestes Projekt endlich zum Abschluss gebracht hat. Sein wichtigstes und größtes Projekt ist nun vollendet. Unser Korrespondent berichtet, dass Dr. Arya in wenigen Tagen die Zukunft jedes Menschen, jedes Dorfes, jeder Nation, der ganzen Welt überhaupt vorhersagen kann. Und darüber hinaus, dass er die Zukunft verändern kann. Und der Mensch, der die Zukunft verändern kann, muss als gleichwertig mit Gott gelten. Nein, natürlich ist er nicht etwa gleichwertig mit Gott. Vielmehr ist dieser Mann dann Gott. Ich werde Gott sein. Niemand kann mich jetzt mehr aufhalten. In so einer engen Lücke, dass man nicht aussteigen kann? Wie soll ich denn hier rauskommen? Keine Ahnung, ich komme hier selber nicht raus. Ach, eine Meisterleistung. Wir machen Folgendes. Wir bleiben hier sitzen und starren uns gegenseitig an. Immer gibt's Probleme mit dir. Krishnas Maschine ist bestimmt schon gelandet. Er weiß doch überhaupt nicht, wo er jetzt hin muss. Sind Sie verletzt? Krishna? Krishna?
Du siehst toll aus in dieser Kleidung. Das ist von meinem Vater. Krishna! Willkommen in Singapur! Oh mein Gott, du siehst ja zum Anbeißen aus. Seid ihr beiden allein gekommen? Krishna, wie können denn zwei Leute alleine kommen? Nein, ich meine natürlich... Priya, konnte deine Mutter nicht mit? Meine Mutter? Wollte deine Mutter mit hierher? Wäre schön, wenn sie hier wäre. Dann hätte ich sie gleich um deine Hand gebeten. Dann könnten wir sofort wieder nach Indien fliegen. Großmutter ist ja ganz allein. Der hat's aber eilig. Vielleicht hat er in der Tasche den Priester für die Trauung. Halt die Klappe. Ach, und was ist los? Naja, es ist so, dass meine Mutter gerade, weißt du... Sie ist nämlich zurzeit auf Reisen. Verreist. Ja, verreist. Verreist? Nach Hongkong. Nach Hongkong. Ja, nach Hongkong. Hongkong? Ja. In 10 bis 15 Tagen ist sie wieder da, ja, nicht wahr? Ungefähr. Ja, aber... Erst in 10 bis 15 Tagen? Was mache ich so lange? Wieso, Krishna? Als ich bei euch war, da hast du mir dein Dorf und die Gegend gezeigt. Jetzt werden wir dir unsere Stadt zeigen. Hier wirst du wohnen. Das hier ist dein Wohnzimmer. Das hier ist dein Schlafzimmer. Und hier ist was zum Anziehen. Hier ist dein Handy. Es sind alle wichtigen Nummern abgespeichert. Du kannst mich immer anrufen, wann du willst. Aber Priya, was ich nicht verstehe, warum kann ich nicht bei dir wohnen? Weißt du, das ist, weil meine Mutter... Nicht da ist. Ja, ja, weil Mutter nicht da ist. Nur deswegen. Deswegen ist das so. Oh. Es klingelt. Da steht Mama. Wie hebt man an? Ich glaube, ich habe dir versehentlich mein Telefon gegeben. Bitte entschuldige. Hallo? Priya, mein Kind, ich habe eine gute Nachricht. Wir haben einen tollen Mann für dich gefunden. Ich habe gerade sehr viel um die Ohren, Mama. Ich rufe dich später an. Deine Mutter ist am Telefon. Gib sie mir. Nein, nein, das ist ein Missverständnis. Das war überhaupt nicht meine Mutter. Vielmehr mein Onkel. Ja, Onkel, Mama. Dann hätte ich ihm guten Tag gesagt. Wohnt dein Onkel auch hier? Ja. Nein, nein, nein. Er lebt in Indien. In Indien? Und wo in Indien? Krishna, wir müssen arbeiten gehen. Ich gebe dir später die vollständige Adresse von ihrem Onkel inklusive der Postleitzahl. Jetzt müssen wir aber bis dann. Bis dann. Bis dann. Wie viele Lügen sollen wir noch verbreiten, um eine Lüge aufrechtzuerhalten? Heute hat uns mein Onkel gerettet. Dann wird uns morgen deine Tante retten. Wozu hat man denn Verwandtschaft? Sei ganz locker. Oh, hast du seine Augen gesehen? Sie sind so voller Liebe und Vertrauen. Honey, ich kann so nicht weitermachen. Ich kann Krishna nicht so verletzen. Verletzen? Aber du hilfst ihm doch nur dabei, eine Berühmtheit zu werden. Und wir beide werden mehr Geld verdienen. Wenn er dann irgendwann mal alles erfährt, wird ihn das bestimmt nicht mehr verletzen. Was ist? Du vom 20. Stock, wie kommst du so schnell hierher? Über die Treppe. Über die Treppe? Ja, Priya, ich wollte... Ich meine, ich habe etwas dabei für dich. Und was? Wisst ihr, ich hole jetzt am besten das Auto. Honey! Bitte mach die Augen zu. Was? Immer wenn ich dich bitte, die Augen zu schließen, reißt du sie weit auf. Warum machst du das nur? Jetzt mach sie auf. Bitte, nimm ihn ruhig. Sieht das gut aus? Sehr gut. Also bis dann. Mach's gut. Was ist? Was war denn? Erzähl ich dir später. Jetzt lass uns erstmal losfahren. Los, fahr schon. Wiedersehen. Bis dann. Thank you.
habe kein Geld. Okay. Was? Mein Name ist zu lang? Kurz. Chris Lee. Okay? Okay, Chris Lee. Schöner Name. Ich bin Krishna. Krishna Mehra. Krishna? Ein Inder? Ja, Inder. Ich arbeite hier beim Great Bombay Circus. Du musst kommen, okay? Okay. Sonntag, okay? Sonntag, okay. 10 Tage vergehen doch im Nu. Mein Junge, erzähl doch mal, wie es dir gefällt. Ganz ausgezeichnet. Hier gibt's riesige Häuser. Jetzt gehe ich auf den Balkon. Ich bin hier im 20. Stockwerk. Stell dir das mal vor. Das ist bestimmt interessant. Pass auf dich auf. Und bitte grüß Priya ganz lieb von mir. Ganz unmöglich? So heißt unsere neue Sendung. Glauben Sie, ein Mensch ist in der Lage, schneller als ein Affe, den Stamm eines Baumes hinaufzuklettern? Nein, nicht wahr? Wenn Sie allerdings unsere heutige Sendung gesehen haben, werden Sie es nicht nur glauben, sondern Sie werden davon überzeugt sein. Dann passen Sie mal gut auf. Auf der einen Seite ist der weltberühmte Orang-Utan Mao. Er schafft es im Nu, auf diesen Baum zu klettern. Auf der anderen steht der indische Superman Krishna. Hä? Was geht hier vor, Priya? Was? Du hast mich mitgenommen, um mir die Dreharbeiten zu zeigen. Stimmt, und ich habe mir gedacht, wenn du schon hier bist, dann kannst du auch gleich mitmachen, hä? Aber wie soll ich denn schneller als Mao den Baum hochklettern? So wie du den Berg hochgeklettert bist, zack, 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 zack. Erinnerst du dich? Ja, schon, aber wenn ich gegen Mao verliere, dann... Ich verlass mich auf dich, du kannst überhaupt nicht verlieren. Und wenn ich trotzdem verliere? In dem Fall heirate ich eben Mao. Nein, das werde ich nicht zulassen. Dann spiel doch mit, wird dir Spaß machen. Bitte. Spaß wird sicher. Sir, kann losgehen. Okay. Ciao, ist Mao bereit? Bereit. Krishna bereit? Priya, bloß noch ein lächerlicher Baumstamm trennt uns beide vom Erfolg. Baumstamm? Nein, ein Augenblick. Achtung! Kamera ab! Action! Aus! Was in aller Welt ist denn das? Was? Ein Inder, ein Chinese und ein Äffchen? Ach, halten Sie den Mund. Tut mir leid, Sir. Komm, Mao, wir gehen wieder zu deinem Baumstamm. Und Achtung! Action! Aus! Du blöder Affe! Ich habe ein Vermögen für dich bezahlt, ja? Ich habe die Nase voll von deinen Faxen. Wenn du deinen Auftritt nicht hinkriegst, fliegst du raus aus meiner Sendung. Jetzt habe ich ihm die Meinung gesagt, ich habe schon größere Stars aus meiner Sendung. Ah! Oh.
Kamera ab! Action! Wo ist der Fisch? Aus! Hey, warum lässt du deinen Ärger über Mao an mir aus? Was kann ich dafür, dass er nicht klettern wollte? Und dass ich hier statt Fischen eben nur Schuhe, Dosen oder sonst irgendwas in die Finger bekomme? Sieh mal her, Priya, bitte lächeln. In Indien hast du doch immer mit Linksfische gefangen, nicht wahr? Die Fische in Indien kennen mich eben. Deshalb haben sie mitgemacht. Ach, aber du machst bei mir nicht mit. Ich bin doch hier, weil ich mein Leben lang mit dir zusammen sein will. Was sagst du, wenn meine Mutter dich fragt, was du machst? Was wirst du ihr sagen? Ich sag ihr, was ich mache. Ich liebe dich. Tja. Und was sagst du ihr noch? Dass ich dir alle deine Wünsche erfülle und auf dich aufpasse. Und? Dass ich dafür sorgen werde, dass dir nie dein Lächeln vergeht. Dass wir zusammenbleiben, in guten wie in schlechten Zeiten. Wie die Augen und der Augenblick. Und? Dass ich dir sämtliche Träume erfüllen werde. Und? Dass ich bei Hitze dein Schatten sein werde. Bei Kälte dein wärmendes Feuer. Dass ich bei Regen die Wolken wegpusten werde. Sogar den Sturm. So werde ich dich dein ganzes Leben lang beschützen. Vor allen Gefahren. Vor allem Bösen. Damit wird deine Mom doch einverstanden sein.
Bitte helft mir! Hilfe, Mama!
Freund. Ein Freund. Hier alles in Ordnung. Wie kommst du überhaupt hierher? Du warst doch ohnmächtig. Deshalb war ich Wasser holen. Hier, nimm. Die Meldung des Tages kommt aus dem Zirkus, der zurzeit in Marina Bay gastiert. Während der Vorstellung gestern Abend brach ein Feuer aus. Ein todesmutiger, maskierter Held hat mehreren Menschen, die vom Feuer eingeschlossen waren, das Leben gerettet. So wurde er über Nacht zum Helden aller Kinder. Seine Identität ist allerdings immer noch ein Geheimnis. Bis gestern hatten wir von diesem maskierten Helden nur sein Bild. Seit heute wissen wir jedoch, wie er heißt. Außerdem haben wir auch noch ein Stück von seiner Maske. Gleich erfahren Sie, wie es dazu kam. Er hat gesagt, sein Name ist Krish. Und aus dem Stirnteil seiner Maske ist das hier rausgebrochen. Er heißt also Krish. Krish! Aber seine Identität ist immer noch rätselhaft. Wer auch immer dieser Krish sein mag, die Regierung möchte ihm $25.000 als Belohnung übergeben. Aber wie können wir seine Identität lüften? Wer mag dieser Krish wohl sein? Zu wessen Maske dieses abgebrochene Stück gehört, den werden wir als Krish ansehen. Und der erhält dann auch die Belohnung. Krish! Krish! Wer ist denn nur dieser Krish? Jetzt passt mal alle gut auf. Absolute Priorität hat Krish. Es gibt für Sie nur noch Krish. Ist das klar? Krish und seine Identität. Wir müssen es sein auf unserem Sender, die das Geheimnis um Krish lüften. Habt ihr das alle verstanden? Unser Sender muss es sein, der diesen mysteriösen Krish demaskiert. Kapiert? Hört auf zu nicken und bewegt eure Hintern. Los, los, los! Wo wollt ihr zwei denn hin? Wir wollen Krish suchen. Ah, ah, vergesst Krish. Sucht euch einen neuen Job. Einen neuen Job? Hm. Ihr beiden seid gefeuert. Was? Ja. Ab mit euch nach Indien oder in den Dschungel. Spielt mit eurem Krishna Flöte. Verschwindet, verschwindet. Was, aber? Verschwendet nicht meine Zeit. Geht schon. Raus jetzt! Priya, mit Krishna und dem Job ist es ja aus. Was soll jetzt aus uns werden? Honey? Für mich gibt es keinen Zweifel, dass dieser Krish niemand anders als unser Krishna ist. Was? Ja. Als es im Zirkus gebrannt hat, stand ich ganz nah bei diesem Krish. Mein Herz sagt eindeutig, dass Krish Krishna ist. Warum hast du das nicht eben beim Meeting dem Boss gesagt? Weil ich mir nicht sicher war. Erst muss ich mir nun mal ganz sicher sein. Ja, aber wie? Warte. Ich habe eine Idee. Bye.
entschuldige. Ich habe gedacht, du wärst Krish. Da habe ich diesen Überfall organisiert. Nur sind statt der falschen Gangster echte gekommen. Echte Gangster? Aber warum hast du dich nicht gewehrt? Warum hast du dich so zusammenschlagen lassen? Ich wollte nur sehen, ob du ebenfalls leidest, wenn du mich leiden siehst. Klar. Wo ist der Ring geblieben? Den haben vielleicht diese Kerle. Ich glaube, das ist der Maskenmann. Sir, Maskenmann? Sagen. Ich werde es meiner Schwester sagen. Nein, Christian. Erzähl keinem davon. Wieso nicht? Du wirst berühmt werden. Du wirst die Belohnung kriegen. Hier, Christian. Du wirst Krish. Hier. Hol dir die Belohnung. Für deine Schwester. Für die Operation ihrer Beine. Nur zu.
Nein. Das ist dein Geld. Du bist doch der Held. Jeder Mensch, der sich für eine gute Sache einsetzt, ist ein Held, Christian. Du kämpfst für deine Schwester. Du bist ein Held. Die wichtigste Nachricht des Tages. Superheld Krisch hat den Medien gegenüber seine Identität gelüftet. Ich möchte bitte bezahlen. Das abgebrochene Maskenstück passt in seine Maske. Und das beweist, dass er es ist. Heute wird Krisch von offizieller Seite für seine Tapferkeit geehrt. Habe ich überhaupt nicht gedacht, dass auch Christian Krisch sein kann. An diesem Abend im Zirkus war er ja auch da. Ach, hätte ich das doch bloß schon an diesem Abend begriffen, denn dann... Wäre ich nicht verprügelt worden. Ich habe mich doch dafür entschuldigt. Was soll ich noch tun? Mach deine Augen zu. Hä? Hey, du reißt sie schon wieder auf. Oh. Jetzt mach sie auf. Wie hast du den wiedergekriegt? Krisch, er ist doch mein Freund. Für mich hat er das getan. Hey, hey! Vielen Dank! Dankeschön! Nimm ihn. So ganz einfach. Willst du ihn mir nicht aufstecken?
Der Boss angeordnet hat, die Wohnung, in der Krishna wohnt, zu räumen? Hallo? Hörst du mir überhaupt zu? Natürlich höre ich dir zu, aber ich sehe auch das Video. Ah! Was ist denn das? Das war der Abend mit dem Brand im Zirkus. Ja. Da bin ich ja in Ohnmacht gefallen. Aber die Kamera ist mitgelaufen. Jetzt mach den Fernseher aus und lass dir bitte was wegen Krishna einfallen. Oh mein Gott. Was ist denn? Ich spule zurück. Mutter. Mutter? Freut mich. Guten Tag. Aber seit wann sind Sie wieder da? Aus Hongkong? Aus Hongkong? Aber ich war nicht weg. Ich war die ganze Zeit hier. Wer sind Sie überhaupt? Ich bin's. Krishna. Krishna und? Sie hat Ihnen doch bestimmt alles über mich erzählt. Nein, sie hat mir überhaupt nichts von Ihnen erzählt. Entschuldigung, aber Sie sind doch Priyas Mutter. Ja, ich bin Priyas Mutter. Wo ist Priya? Gerade ins Büro gegangen. Ins Büro. Gut, danke. Priya? Priya, ist dir überhaupt klar? Wenn dieses Video tatsächlich gesendet wird, dann wird unser Krishna weltberühmt, eine ganz große Nummer werden. Unser Krishna ist auch was Besonderes. Daher hat er uns auch so leicht täuschen können. Im Urlaub vor einiger Zeit als Kali Charan und vor kurzem hier als Krish. Ich hab doch gesagt, Honey, die Wahrheit kommt immer ans Licht. Immer. Dass die Leute erst jetzt die Wahrheit über Krish erfahren, liegt daran, dass er gelogen hat. Das ist wie mit deiner Lüge, dass du ihn liebst. Damit haben wir ihn aus Indien hergeholt. Und stell dir mal vor, wir sind drauf und dran, eine Sensation zu schaffen. Ja, du hattest recht. Manchmal kann man von Lügen profitieren. Gar nichts gesagt. Was hätte ich dir denn sagen sollen? Ich weiß ja gar nicht, wann er meine falsche Liebe durch seine Ehrlichkeit in echte Liebe verwandelt hat. Ich liebe Krishna. Habe ich den richtigen erwischt. Obwohl er sich alle Mühe gegeben hat, sich zu verstecken.
Trotzdem habe ich herausbekommen, wer der wahre Krisch ist. Warum hast du mich belogen? Und mich im Dunkeln tappen lassen? Warum musstest du dich selbst vor mir hinter einer Maske verstecken? Hm? Das fragst du, Priya? Die mir nie die Wahrheit gesagt hat. Die mich bis jetzt im Dunkeln gelassen hat. Ich trage keine Maske mehr. Aber was ist mit dir? Was meinst du damit? Warum hast du mir vorgemacht, du würdest mich lieben? Ich habe das für wahr gehalten und bin hierher geflogen. Ich wollte bei deiner Mutter um deine Hand anhalten. Aber sogar was sie betrifft, hast du mich belogen. Ja, Priya. Ich habe inzwischen mit deiner Mutter gesprochen. Krishna! Es tut mir leid. Ich gebe zu, dass ich dich anfangs belogen habe. Inzwischen aber... liebe ich dich, Krishna. Hör auf damit. Es reicht. Willst du mir immer noch weitere Lügen auftischen? Ich verkrafte nicht mehr, das zu hören. Also spar dir das. Hör mir doch bitte zu, Krishna. Ich habe das doch nur wegen dir getan. Ich wollte aus dir eine Berühmtheit machen und das wirst du ganz schnell werden. Du wirst das bewirken können. Die ganze Welt wird von deinen Fähigkeiten und Kräften erfahren. Und eben das wollte ich verhindern. Was glaubst du denn? Warum ich an dem Abend im Zirkus eine Maske getragen habe und auch als ich deinen Ring zurückgeholt habe, nur deswegen. Weil ich meiner Großmutter versprochen habe, dass niemand von meinen Kräften erfährt. Verstehst du? Sie hat völlig recht gehabt. In dieser Welt benutzen die Menschen sich gegenseitig nur um ihres Vorteils willen. Sie wollte mich von dieser Reise abhalten. Aber warum wollte sie dich von der Reise abhalten? Warum will sie dich immer in ihrer Nähe und vor Augen haben? Warum will sie nicht, dass die ganze Welt von deinen Fähigkeiten erfährt? Ist das etwa nicht aus Egoismus? Ja. Willst du das wirklich wissen? Dann hör zu. Nachdem sie ihren Sohn verloren hatte, hatte sie Angst, auch mich noch zu verlieren, weil ich die gleichen Kräfte habe. Trotzdem hat sie mir erlaubt, hierher zu kommen. Für dich. Deinetwegen hat sie sich selbst überwunden. Aber wie soll ich ihr das alles bloß erklären? Zu Krishna. Bitte verzeih mir, Krishna. Krishna. Hallo? Hallo? Hallo, Honey? Krishnas Film darf nicht gesendet werden. Warum nicht? Stell mir jetzt bitte keine Fragen. Verhindere die Ausstrahlung. Aber das Band ist schon beim Boss. Oh Gott. Und wo ist sie jetzt gerade? Ich möchte allen meinen Investoren hier in Singapur danken. Sie sind diejenigen, die den Applaus verdienen würden, denn sie hatten Vertrauen in meine verschiedenen Projekte. Es ist mir eine Freude, Ihnen mitzuteilen, dass unsere Firma Technotronics in diesem Jahr einen Gewinn in Höhe von 400 Millionen Dollar erzielt hat. Deshalb kann ich allen unseren Aktionären eine Dividende von vollen 100% zusagen. Gibt es dazu Fragen? Ja. Dr. Arya, ich gratuliere Ihnen zu dem phänomenalen Erfolg Ihres Unternehmens. Meine Frage lautet, Sie haben vor rund 20 Jahren einen Computer entwickeln wollen, der in die Zukunft blicken kann. Was ist eigentlich...
eigentlich aus diesem Traum geworden? Bestimmt hatten auch Sie vor 20 Jahren so manche Träume. Sind alle davon wahr geworden? Bitte? Manche Fragen schmerzen zutiefst. Die Medien müssen das sehr gut verstehen. Mit dem Tod des begnadeten Rohit Mehra, meines Freundes, ist auch dieser Traum von mir gestorben. Aber Dr. Arya, so viel ich über Sie gelesen und gehört habe, geben Sie doch nie auf. Ich versuche immer zu gewinnen. Doch mein genialer Freund lebt nicht mehr. Noch Fragen? Entschuldigen Sie mal. Sir, ich muss diese Frau jetzt unbedingt sprechen. Bitte. Krishna! Krishna! Gibt es noch irgendwas zu sagen? Ja. Er hat dir was zu sagen. Wer sind Sie? Vikram Sinha ist mein Name. Was wünschen Sie? Ich wünsche nur eins. So wie Sie hier angekommen sind, sollten Sie nicht zurückkehren. Wie meinen Sie das? Bei Ihrer Ankunft hier waren Sie ganz allein. Kehren Sie nicht allein zurück. Krishna, Ihr Vater lebt noch. Was haben Sie gesagt? Dieses Foto ist aus der Zeit, als Ihr Vater für Dr. Arya gearbeitet hat. Ich war damals der Sicherheitschef von Technotronics. Er war jünger als ich. Aber von der Position her war ich ihm untergeordnet. Trotzdem waren wir eng befreundet. Nicht nur, weil wir beide Inder sind, sondern weil sein Lächeln Ehrlichkeit ausstrahlte. Und seine Augen Aufrichtigkeit. Er war immer fröhlich. Doch unser Chef konnte diese Fröhlichkeit anscheinend nicht ertragen. Das ist schon viele Jahre her. Dieser eine Augenblick ist jedoch immer noch lebendig. Er hatte die Nacht durchgearbeitet, weil er sein Projekt abschließen wollte, um nach Indien zurückzukehren. Guten Morgen, Chef. Mr. Sinha, treten Sie näher. Wie geht es Ihnen heute? Mir geht es bestens. Aber wenn Sie weiterhin Tag und Nacht arbeiten, werden Sie früher oder später an Schlaflosigkeit leiden. Ab heute wird das nicht mehr notwendig sein. Wenn ich diesen Computer hochgefahren und an Dr. Arya übergeben haben werde, kehre ich nämlich zu meiner Familie zurück. Seien Sie mir bitte nicht böse, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit in die Zukunft sehen kann. Auch wenn es Ihre Fantasie übersteigt, das kann man wirklich. Ich zeige es Ihnen, damit Sie es glauben. Was? Sie wollen mir wirklich... Was denn sonst? Also, wir sehen uns den heute vor uns liegenden Tag an. Und Sie sagen mir danach... Wie er Ihnen gefällt. Halten Sie das bitte. Netzhautscan. Identifikation anhand der Augen. Frequenzscan. Wurden akzeptiert. Ohne mich kann man das Gerät nicht starten. Aber
Wenn sie nicht da sind, sondern in Indien, wie soll das dann funktionieren? Vor meiner Abreise werde ich die Zugriffsrechte ändern. Das bedeutet, dass bloß noch Dr. Arya den Computer starten kann. Schießen Sie los. Was alles wollen Sie wissen? Von meiner Zukunft will ich gar nichts wissen. Aber Sie haben gesagt, Ihre Frau erwartet ein Baby. Lassen Sie uns sehen, was ich für Geschenke kaufen muss. Puppen oder Autos? Verstanden. Sehen wir nach. Herzlichen Glückwunsch, Chef. Ihre Frau bekommt morgen einen Sohn. Aber die Süßigkeiten werde ich schon heute verteilen, sogar jetzt gleich. Was haben Sie gesagt? Was ist mit meinem Roid passiert? Was ist, Mama? Nein, das kann doch nicht sein. Mein Roid kann nicht tot sein. Mein Roid lebt. Nein! Was? Heißt das etwa, ich werde... Chef, der Computer sagt was Falsches. Das wird bestimmt ein Fehler sein. Doch Halbwissen ist sehr gefährlich. Shah Jahan ließ den Bauarbeitern die Hände abschlagen, damit sie keinen zweiten Taj Mahal errichten konnten. Rohit Mehra ist für mich nur so ein Arbeiter und ich bin sein Shah Jahan. Wollen Sie damit sagen, Sie wollen Rohit die Hände? Nein. Den Kopf. Rohits Gehirn wird Probleme schaffen, und zwar sowohl für ihn selbst als auch für mich. Ich bedauere sehr, das tun zu müssen, weil Rohit ein netter Kerl ist. Ehrlich, loyal, intelligent. Die kommen hier herauf, Chef. Verschwinden Sie von hier. Nein, nein. Ich lasse diesen Computer nicht in falsche Hände geraten. Ich werde alles zerstören. Gut, ja. Dann werde ich versuchen, Sie aufzuhalten. Ma? Hallo? Ich habe Nisha ins Krankenhaus gebracht. Ich rufe von da aus an. Mein Glückwunsch. Du hast jeden Augenblick Vater. Ja, komm bitte so schnell es geht nach Hause. Ich komme, Ma. Ich komme sofort. Als ob du Sorgen hättest. Man hat meine Begabung missbraucht. Er hat mich belogen. Aber mach dir keine Sorgen um mich. Ich komme zu dir. Ich komme bald. Was haben Sie denn da gemacht? Ich habe Ihren Traum wieder zum Traum gemacht. Ich habe den Computer zerstört.
als ich von ihren Absichten erfahren habe. Ja, aber wer mich kennt, der weiß doch ganz genau, dass ich mich nie im Leben geschlagen gebe. Ich werde diesen Computer wieder aufbauen. Und dafür werde ich deine Konstruktionspläne verwenden. Aber dafür brauche ich dich nicht mehr. Besten Dank für alles, Rohit. Mach's gut. Warten Sie, Sir! Sir, bitte töten Sie ihn nicht. Wenn Sie Rohit wirklich töten, werden Sie, selbst wenn Sie den Computer wieder aufbauen könnten, ihn nicht mehr in Betrieb nehmen können. Um den Computer zu starten, brauchen Sie ein Passwort. Aber dieses Passwort ist Rohit selbst. Was? Ja, Sir. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ohne die Erkennung der Netzhaut seiner Augen und der Frequenz seines Herzschlags ist der Computer nicht zu starten. Das heißt, ich muss ihn so lange am Leben lassen, bis der neue Computer fertig ist. Aber sterben musst du auf jeden Fall. Zumindest nach außen hin. Meldung des Tages, wie wir soeben erfahren haben, ist bei dem Brand in der Firma Technotronics der hochverdiente indische Wissenschaftler Rohit Mehra tragischerweise ums Leben gekommen. Wir legen Rohit Mehra zu Ehren eine Gedenkminute ein, damit seine Seele Frieden findet. Seit jenem Tag hatte ich keine andere Wahl, als weiter für ihn zu arbeiten. Ich konnte nicht einmal die Polizei um Hilfe bitten. Hätte Dr. Arya den geringsten Verdacht gegen mich gehabt, hätte er mich sofort getötet. Deshalb wollte ich ihre Familie ausfindig machen. Deshalb versuche ich seit vielen Jahren, ihre Großmutter und sie aufzuspüren. Und heute habe ich sie, dank Priya, endlich gefunden. Jahre hat er eine Mutter von ihrem Sohn und einen Sohn von seinem Vater getrennt. Und weil er gelogen hat, habe ich meine Mutter verloren. Wo ist mein Vater? Er ist hier in Singapur. Dr. Arya hält ihn mit Hilfe einer Maschine in einem Koma-ähnlichen Zustand. Sein Körper ist bereits halbtot. Guten Abend, mein lieber Freund. Und wie ist das Wertebefinden heute? Diese Apparate sorgen doch ausgezeichnet für dich, nicht wahr? Ja? Morgen wird ein glorreicher, historischer Tag, an dem mein Computer... Oh, Verzeihung. Unser Computer hochgefahren wird. Ja? Ja, unser Computer. Ohne dich wäre das alles nicht möglich gewesen. Du hast ja so viele Jahre äußerst geduldig mit mir zusammengearbeitet. Aber morgen... Wenn der Computer in Betrieb genommen ist, werde ich dich nicht mehr brauchen. Du wirst von deinem Leiden erlöst.
Also bis morgen. Die Meldung des Tages. Dr. Aria möchte einen Philosophen zitieren. Was du morgen machen willst, das erledige heute. Was du heute machen willst, das erledige sofort. Genau deshalb hat Dr. Aria beschlossen, dass er den Computer noch heute hochfahren und Rohit liquidieren wird. Wird mein Vater in diesem Raum gefangen gehalten? Ja. Aber ein Außenstehender schafft es unmöglich, bis dahin vorzudringen. Dr. Aria hat schärfste Sicherheitsvorkehrungen für das gesamte Gebäude getroffen, damit nichts mehr zwischen ihn und diesem Computer kommen kann. Krishna, wenn Dr. Aria diesen Computer hochgefahren hat, dann wird ihn das in die Lage versetzen, der Menschheit unermesslichen Schaden zuzufügen. Das wird jedes Vorstellungsvermögen übersteigen. Ich möchte gar nicht daran denken. Dann würde meine, ihre, unser aller Zukunft unter seinen Einfluss geraten. Also müssen wir diesen Wahnsinnigen aufhalten, koste es, was es wolle. Sie müssen jetzt, und zwar zusammen mit Ihrem Vater, die ganze Welt retten, Krishna. Hallo? Krishna. Großmutter? Krishna, geht es dir gut, mein Junge? Ja, gut. Ich habe nämlich... Ich weiß auch nicht, warum, eine seltsame Angst in meinem Herzen. Wann kommst du, mein Junge? Bitte komm bald. Bald ist der Todestag deines Vaters. Dann musst du hier sein, um seiner zu gedenken, wie es sich gehört. Ja, ich weiß. Mach dir bitte keine Sorgen. Ich werde meine Pflicht als Sohn erfüllen. Du kannst jetzt ohne weiteres aufhören zu atmen, wenn du willst. Am besten bin ich dir dabei behilflich. Hä? Eigentlich gibt es keinen Grund zur Eile. Sieh dir erst noch in Ruhe an, wie mich deine Erfindung in kürzester Zeit zu Gott machen wird. Zu dem Zweck konstruiert, dass wir unsere Zukunft sehen und rechtzeitig verändern können. Ich werde meine Zukunft ändern und ich werde es dir demonstrieren. Gleich heute. Dr. Aria lässt den Maskierten suchen. Den Maskierten?
Christian! Christian! Krishna! Sehen Sie, da drüben! Schnell weg hier! Damit zu tun? Wieso wurde er umgebracht? Dr. Aria hat wohl den Computer hochgefahren. Vermutlich hat er darin seine Zukunft gesehen. Und es wird geschehen. Was Dr. Aria gesehen hat. Thank you.
Meine Zukunft habe ich geändert. Mein Morgen habe ich geändert. Kein dunkler Schatten liegt mehr darüber. Ab heute nimmt die Welt eine neue Gestalt an. Sie hat einen neuen Herrn. Dr. Siddharth Arya. Wie ist das überhaupt noch möglich? Ich habe diesen Mann eigenhändig getötet. Also, wer ist das? 9.15 Uhr, Viertel nach neun. Hier ist es jetzt neun. Das heißt, er muss in 15 Minuten hier sein. Demnach ist er bereits auf der Insel. Ihn zu besiegen, reicht bloße Gewalt nicht aus. Wir brauchen vielmehr einen Plan. Dr. Arya hat scharfe Sicherheitsvorkehrungen für das gesamte Gebäude getroffen. Besser, weil ich nämlich meine Zukunft sehen kann. Aber etwas, das ich mir aus Zeitmangel nicht ansehen konnte, will ich jetzt von dir wissen. Warum willst du mich töten? Und warum willst du Rohit Mehra retten? Wer bist du? Komm her zu mir und gib Antwort auf meine Fragen. Komm. Ich sagte bereits, dass ich die Zukunft gesehen habe, deshalb weiß ich, wen ich hier habe. Hallo? Ich weiß, wer gegen mich ist. Also, bitte kooperiere. Bist du?
Das werden wir gleich erfahren. Bist du? Das ist ihr Sohn, Krishna. Thank you.
Danke, Jadu. Danke.